Ja, grüß Gott, Bartl und Bum, bonjour, mesdames et messieurs. Heute machen wir was Französisches, ja? Wie habe ich das gesagt? Wunderbar. Perfekt, bon. Oder? Stimmt das? Bon? C'est bon. Heute haben wir das hier gemacht. Französisches Zwiebelkotelett mit Cognac in der Sauce. Ein bisschen Bimi haben wir dazu. Schnelles Gericht, einfaches Gericht. Saugutes Gericht. Wie wir das gemacht haben, das zeige ich jetzt. Viel Spaß dabei. Ja, was brauchen wir jetzt für unsere überbackenen französischen Zwiebelkoteletts? Da brauchen wir die folgenden Zutaten. Koteletts in Gruyère, in Scheiben geschnitten, wenn man ein ganzes Stück hat, halt in schmale Streifen. Zwiebeln, ein Mehl, Olivenöl, Rinderfond, Hausrub, Cognac, Thymian, Salz und Pfeffer. Wer keinen Hausrub hat, schaut unten im Rezept, da sind übrigens alle genauen Angaben drin. Und da ist die Alternative drin, das war Zucker, Thymian, Paprika, glaube ich, irgendwie sowas. Also ohne Hausrab geht es auch, mit Hausrab geht es aber am allerbesten. Das Ganze machen wir auf unserem Weber-Grill heute mal wieder und jetzt legen wir los, oder? Wir legen los. Wir haben jetzt hier eine Gusseisenpfanne auf den Grill gestellt, unten sind die Kohlenkörbe zusammengestellt, dass wir eine direkte Hitze haben. Jetzt nehmen wir da ein bisschen Olivenöl hinein und warten. Gute Hitze drin. Gute Hitze, ja. Und? Sieht schon schlieren, gell? Ja. Und dann gibt man die Anni noch ein Handschuh. Weil, was wir gelernt haben? Der Grill ist heiß. Ja. Und der kalte Pfanne. Und der kalte Pfanne schaut genauso aus wie eine weiße Pfanne. So, und gib ihm. Den werden wir jetzt in aller Ruhe ganz gemütlich anschmoren. Wenn ihr das auf einem Webergrill macht, gell, ist auf jeden Fall vorteilhaft, wenn ihr einen rosa Pfannenwender habt. Oder ist der lila? Das rosa. Altrosa ist am allerbesten. Und jetzt werden wir die Zwiebeln da ein bisschen anbrutzeln. Das ist sonst so schwarz alles, deswegen braucht man jetzt ein bisschen Farbe. Meinst du? Das ist der Grund? Ja. Das ist ein Original Weberteil. Nein, nicht ganz. Wo kommt das überhaupt her? Von der Firma Harika. Von der Firma Harika? Die machen Pfannen, ja, oder? Ja, Heim und Handwerk. Und machen die nicht auch Pfannen? Die machen auch Pfannen. Aber nicht solche Pfannen. Nein. Was wir heute alles über Pfannen erfahrt. Wir sind auf einem guten Weg, aber wir können ruhig noch ein bisschen dunkler werden. Was meinst du, Bruder? Ja. Super Idee. Genau, aber die ganze Zeit. Also, es dauert noch ein paar Minuten. Was heißt Bar? Dünn-Minute? Das ist ja eine, minute. Kälte-Minute? Ja, genau. mein Französisch-Dolmetscher ist leider hinter der Kamera. Jetzt haben wir die richtige Farbe. Jetzt können wir es wieder abbleichen, oder? Mehl drüber. Dann rühren wir das hier ein bisschen ein. Wer hat da sein Handy dabei? Ich. Und dann werden wir es ablöschen, oder? Was sagst du? Und zwar gib ihm erstmal Cognac. Und dann? Fond. Rinderfond. Zack. Druck. Und jetzt rühren wir nochmal schön um. Hoffen, dass das hier nicht allzu weit überschwappt. Das riecht aber gut. Das riecht viel besser als ohne. Habe ich rausgefunden. Da könnt ihr richtig gescheit rühren, nicht nur streicheln. Und unten so ein bisschen die Reststoffe noch, dass die so weggehen. Aber schaut gut aus, der Spargel. Und jetzt werden wir das Ganze, wie du schon sagtest, eindicken lassen. Dann nehmen wir noch ein bisschen unseren Hausrab dazu. Thymian Zweigerl. Und einrühren, oder? Jetzt riecht es gleich nach Thymian. Wo kommt das her? Gut, lässt wir es einmal von allen Seiten. Es sind Gott sei Dank plus zwei Salzen und Pfeffern. Oder so ist hochkant einer mal. Mal schmarrn, gell? Wir werden uns halt nicht verkühlen.
Das sind ganz normale Koteletts, oder? Vom Heuschwein. Strohschweine, Schatz. Meine ich doch. Unterschied zwischen Stroh und Heu? Stroh kommt vom Getreide und Heu kommt aus den Gräsern. Jetzt glaube ich, der muss langsam runter, oder? Also, wir tun es langsam runter, weil das blubbert immer noch. Und fahren hier rüber. Und dann kommt es noch. Die Koteletts werden wir jetzt einfach von allen Seiten schön direkt angrillen. Echtes Flachgrill. A flat grilling at its best. Ich muss aufpassen hier, da haben wir so Hitzen. Ihr wisst ja, immer schön losrupfen, wenn es klebt. Haha. Also erst losrupfen, wenn es sich löst. Nehmen wir mal wieder zwischen die Decken. Und noch zwei Minütchen. Ein, zwei Minütchen, wir machen das nicht mit Stoppuhr. Räumen wir die jetzt mal um. So, jetzt schauen wir hier nochmal. Jawohl. Da muss der mal. Schauen wir. Da muss ich merken, wie rum das war. Dann so. Okay. Das mit dem Muster ist natürlich eine reine Bespaßung vor myself, vor der Griller, weil mir der da nachher eh einen Käse drauf und dann siehst du kein Muster nicht mehr. Aber du weißt dann, dass es da ist. Du weißt, dass es da war. Uiuiui, Kitzen haben wir, glaube ich, gell? Und jetzt werden wir es dann runter, die sollen ja nicht komplett hier durchgaren. Und setzen sie ins Bett. Ins Zwiebelbett. So. Jetzt kommt das Kotelett Tetris, gell? Und das dann ein bisschen so runter. Jetzt nehmen wir ein ganz bisschen von dieser Zwiebelsauce da oben mit drauf. Und jetzt holen wir den Käse. Und habt ihr Scheiben? Der hat hier einfach eine Scheibe drauf, habt dann gerieben. Der hat einfach so ein Bergerl drauf. Ein bisschen wie Handarbeiten, gell? Makramee. Klöppchen. Da kann man da. Der kriegt auch noch, oder? Ja. Wo hättest du noch gern was? Da hätte ich gerne noch was. Da drüben? Mhm. Da? Mhm. Und ich hätte gerne da was. Zwei haben wir noch. Einer für hier. Und einer für da. Rums. Am Grill haben wir umgebaut. Wir haben die Kohlenkörbe nach außen, sodass wir einen indirekten Bereich haben. Und da kommt der zu uns und sagt, oh. Vorne rein. So, dann. Deckel drauf. Und jetzt den Käse noch schmelzen. Dann sind wir eigentlich schon soweit, gell? Mhm. Super geil. Blimis dabei kochen. Bimis. Jedes ja, Mal wir haben noch Bimi daneben. Also diesen Stangenbrokkoli. Große Dinge kündigen sich an. Ich habe ein Handschuh in der Hand. Also um die Hand rum. Und wie schaut es aus? Sehr geil, oder? Der Käse soll nur zerfließen, der soll jetzt nicht großartig hier wie bei der Pizza braun werden. Das holen wir jetzt da rüber. Ist das schwer. Und so schaut das jetzt aus. Das schaut sehr lecker aus.
Wir richten das natürlich noch vorzeigbar an und dann schauen wir es uns nochmal an. Ja, so schaut es aus, wenn es so Bocuse-mäßig angemacht ist. Angemacht, angerichtet. Angemacht kann ich sagen, ich kann es mal anmachen. Hey Baby, das schaut aber gut aus. Angemacht. Aber angerichtet, schaut euch das einmal an. Unser wunderbares Zwiebelkotelett mit Gruyère überbacken. Und ein bisschen Bimi dazu. Wir gehen jetzt essen und wenn wir gegessen haben, sage ich euch, wie gut das geschmeckt hat. Ja, und dann habe ich natürlich noch das Getränk. War das gut, oder das Essen? Das Fleisch war so schön butterzart und so. Wird ja oft ein bisschen schnell fester, das Kotelett, aber in dem Zwiebelsud. Oh, großartig. Dazu passt natürlich ein schöner Bordeaux. Und da habe ich deswegen hier Augustiner, weil der Bordeaux ist aus. Immer schön hier gehen, den kleinen 0,33er Flaschen trinken ohne Reue. Wenn bis einer eine Masterung hat, hat man schon drei Flaschen. Ansonsten hoffe ich, das Video hat euch Spaß gemacht. Ein Daumen hoch, ein netter Kommentar würde uns sehr freuen. Natürlich auch ein Abonnement, dabei nicht vergessen, auf die Glocke zu drücken. Ja, hier oder drüben bei Camp und Grill. Wir genießen jetzt noch diesen sonnigen Oktober, goldener Oktober. Ja. In Bayern sagt man Altweibersommer, gilt auch für alte Herren. Und ihr macht es gut. Servus, pfiat euch.